Weißt du was? Ich bin mein eigener Manager. Wer kann sowas schon von sich behaupten, ne? Endlich mal Verantwortung übernehmen. Und das Beste ist, der Chef schaut einem nicht mehr über die Finger. Frau Wegenkippel, Sie wollten mir bis 15 Uhr den überarbeiteten Jahresbericht zuschicken. Wo bleibt das? Oh Gott, das hab ich voll vergessen. Wie können Sie so einen wichtigen Arbeitsauftrag vergessen? Das haben wir doch erst vor 3 Tagen besprochen. Bei der Arbeitsform des Selbstmanagements muss man binnen kürzester Zeit zielführende Entscheidungen treffen. Ohne die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, versinkt man in ein organisatorisches Chaos. Ein Motivationsloch ist oft als Reaktion darauf zu beobachten. Ach, herrje. Soll ich die Budgetplanung lieber heute machen? Oder die Präsi für morgen? Oder ist doch lieber die Preiskalkulation dann für den Herrn Schmidt wichtig? Oh, dieses ganze Selbstmanagement, das bringt mich noch um den Verstand. Das Konzept des Selbstmanagements ist insbesondere darauf ausgelegt, deine beruflichen Aufgaben in größtmöglicher Autonomie zu erledigen. Findet man dabei allerdings keine geeignete Strategie zur zeitlichen Einteilung und Organisation, ist eine erfolgsversprechende Aufgabenbewältigung unmöglich. Mit Selbstmanagement ist mein Leben einfach viel stressfreier. Ich schreibe mir meine To-Dos einfach auf und dann kann ich die nach und nach abarbeiten. Na toll, jetzt habe ich das einmal schleifen gelassen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie ich das alles geordnet und abarbeitet bekommen soll. Da man beim Selbstmanagement ganz auf sich allein gestellt ist, schiebt man die Arbeit oft vor sich hin. Die To-Do-Liste wird immer länger und Deadlines gehen im Chaos verloren. So, wenn ich parallel zur Kostenkalkulation die Mengenbudgetplanung mache und dann zwischendurch noch die Präsi fertig mache, dann schaffe ich sogar bis 17 Uhr und ich bin rechtzeitig zu Hause zur neuen Folge Two and a Half Men. Frau Wegenkittel, die Qualität Ihrer abgelieferten Präsentation ist inakzeptabel und Ihre Kostenkalkulation ist hochgradig fehlerhaft. Selbstmanagement heißt nicht, die Arbeit so schnell wie möglich zu erledigen, um früher Feierabend machen zu können. Beim parallelen Abarbeiten mehrerer Aufgaben schleichen sich oft Fehler ein, die im Nachhinein korrigiert werden müssen und daher ein Zeitgewinn nicht stattgefunden hat. Selbstmanagement erfordert einen hohen Grad an Selbstmotivation, Organisation und Disziplin. Viele Arbeitnehmer erfreuen sich anfangs darüber, ihr Arbeitspensum völlig eigenständig einteilen zu können. Oft fordert diese Arbeitsform jedoch ein hohes Maß an Eigenverantwortung, sodass sich viele Mitarbeiter überfordert fühlen und in ihrem eigens kreierten Chaos versinken.